Hallo und herzlich willkommen zum großen Komplizen-Equipment-Lagerverkauf. Mein Name ist Philipp und ich habe heute tolle Produkte für Sie, die Ihr Leben als Filmemacherin einfacher machen werden. Diese tollen Produkte können Sie ab sofort auf eBay ersteigern. Die Angebote laufen nur noch wenige Tage. Also schlagen Sie zu! So, wir sind heute in der Küche, denn ich möchte euch ein paar Produkte zeigen, die ich loswerden möchte. Ich verkaufe mein Equipment. Ich habe vorher nie Equipment verkauft. Ich habe immer gedacht, ich behalte alles. Jetzt ist Dezember und das bedeutet Weihnachten und wie ihr ja alle wisst, kommt nach dem Dezember der Januar und wie da vielleicht einige wissen, ist das als Freelancer nun mal so ein toter Monat. Da geht nicht wirklich viel, die Auftragslage ist super dünn, alle sind noch total vollgefressen vom Weihnachtsessen. Deshalb muss die Kohle ja irgendwie anders rein und deshalb habe ich mir überlegt, ich verkaufe einfach ein bisschen was von alten Equipment. Teilweise sind das Sachen, die ich einfach nicht mehr benutze. Teilweise sind das Sachen, die ich doppelt habe oder wo ich schon besseres Zeugs habe. Und teilweise sind das Sachen, die ich eigentlich gar nicht verkaufen will, aber muss, weil ich neues Zeugs brauche. Ich verkaufe meine Sachen auf eBay. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht, Sachen auf eBay verkauft. Ja, weil es aber immer so eine Sache ist mit, wer sieht das alles und so, dachte ich mir, ich mache ein fettes Promo-Video. Was heißt fett? Also ich stelle mich hier hin, zeige die Produkte, verlinke das alles unten und dann könnt ihr Sachen von mir steigern. Wenn ihr zum Beispiel schon mal unbedingt die GoPro haben wollt, über die ich schon mal ein Review gemacht habe, oder wenn ihr unbedingt mal die Funkstrecke besitzen wollt, mit der ich genau ein einziges Mal in meinem Leben gevloggt habe, dann ist jetzt die Gelegenheit zuzuschlagen. Oder wenn ihr den Gimbal haben wollt, mit dem ich immer rumfilme, oder vielleicht wollt ihr auch einfach nur eine GoPro, nur eine Funkstrecke und nur einen Gimbal haben und euch ist total egal, wer das vorher besessen hat. Ich gebe euch also heute die Chance, exklusives altes Zeugs von mir zu kaufen, käuflich zu erwerben. Ihr tut mir damit was Gutes und euch auch, weil ihr echt ein paar Dineros sparen könnt. Gerade bei der GoPro. Also ich verkaufe die GoPro Hero 6. Das ist die sechste GoPro. Ich habe mir zuallererst die 5er gekauft, dann die 6er und jetzt habe ich die 7er, die da auch gerade aufnimmt. Und ich brauche keine drei GoPros. Ich habe eine schon einem Kumpel gegeben. Die 6er habe ich jetzt über. So oft habe ich halt tatsächlich ein 3er GoPro-Setup nicht benutzt. So, ich habe die 7, die ist schön und gut. Tatsächlich tut sich da auch überhaupt nicht viel zwischen 6 und 7. Also ein 5, 6, 7. Alles, was sich da getan hat, war eigentlich diese Hypersmooth-Stabilisierung. Es gab ein paar kleine Verbesserungen, was den Codec und die Bitrate und so anging. Aber letzten Endes, ey, geschenkt so, ne? Also ich bin darauf reingefallen. Ich bin ja kein Apple-Fanboy. So, ich bin ja schön hier alles so Windows-PC-User und Android-Tablet, dies, das. Ich bin bei weitem kein Apple-Fanboy. Aber GoPro hat es geschafft, dass ich dreimal hintereinander die neue Kamera, die sie rausgebracht haben, gekauft habe. Und jedes Mal war immer nur so eine kleine, minimale Veränderung dabei. Bei der 8er mache ich das jetzt nicht mehr. Ey, fuck it, so die 8er könnt ihr behalten. Ich behalte die 7er und verkaufe die 6er und die 5er habe ich schon einen Kumpel gegeben. So. Wenn ihr keinen Bock habt, super viel Geld auszugeben, könnt ihr euch jetzt, weil die Preise fallen natürlich jetzt. Ne? Die 8er ist draußen, da ist meine 7er schon wieder veraltet, was mich auch schon wieder aufregt. Auf jeden Fall 6er könnt ihr auf eBay ersteigern. Link in der Beschreibung. Für einen guten Kurs, vielleicht, was weiß ich, vielleicht kriege ich dafür noch 150 Euro, wäre cool. Ansonsten raus damit! Darüber habe ich auch ein Review gemacht. Oh, warte mal, ich kann mich ja jetzt... Also, wenn ihr das Review dazu sehen wollt, klickt hier auf die Infobox, dann könnt ihr euch das Review dazu angucken. Ich erzähle heute alles doppelt und dreifach. So, wo sind wir? Also, ich habe ja damals gedacht, mit der GoPro könnte man gut vloggen. Pustekuchen. Der Sound ist halt einfach dürftig. Also, wenn ihr eine GoPro mit gutem Sound wollt, dann guckt lieber, ob ihr irgendwo gebraucht noch die 4er bekommt. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen anachronistisch, aber die 4er hat tatsächlich, weil die nicht wasserdicht ist vom Hause aus. Also hier ab der 5er sind die Gehäuse, so wie sie sind, könnt ihr unter Wasser schmeißen bis zu 10 Meter, da passiert gar nichts. Bei der 4er hattet ihr immer noch ein Wassergehäuse dabei, aber das bedeutet auch, die 4er hat keine extra Schutzmembran über ihren Mikrofonen. Ab der 5er, damit die halt diese Wasserdichte bekommen, haben die Schutzmembranen, irgendwas mit den Membranen gemacht, sodass der Sound immer qualitativ nicht ganz auf dem Level ist, wo die 4er war. Also, wenn ihr ein Beispiel für gute GoPro-Audio-Sachen hören wollt,
dann schaut euch die alten Finn Kliman Videos an. Der Typ hat mit einer GoPro Hero 4 auf einem Stativ, der hat das nicht mal festgeschraubt, der stellt die immer nur so auf das Stativ drauf. Deswegen fällt die auch permanent runter, aber es ist trotzdem mega witzig. Auf jeden Fall, die hat noch guten Sound. Wenn ihr guten Sound mit diesen GoPros machen wollt, also ab der 5er, dann müsst ihr euch über was anderes Gedanken machen, müsst ihr euch was anderes überlegen. Und ich habe damals gedacht, ich kaufe mir eine Funkstrecke. Funkstrecken, das sind im Prinzip drahtlose Mikrofone. Also ich trage jetzt auch eins, ein drahtloses Mikrofon, was per Sender, hier per Sender an die Kamera geschickt wird und da dann in den Kameraeingang reingeht. So, ich habe momentan die Sennheiser Funkstrecke. Die kenne ich noch aus der Uni, die ist solide, die ist gut, die hat aber auch echt viel Geld gekostet. Und angefangen habe ich mit dieser Comica-Funkstrecke. Die wurde mir empfohlen von diversen YouTubern. So sieht das Ding aus. Kostet neu, hat mich neu um die 200 Euro gekostet. Ich brauche es aber jetzt nicht, weil ich die Sennheiser-Funkstrecke habe. Und so oft habe ich jetzt auch kein Doppelinterview oder Panel-Diskussion oder so, die ich da machen muss. Und wenn, dann kann ich die auch immer noch leihen. Deshalb für den Ambitionierten, ich muss auf Gender-Sachen achten. Für die ambitionierten YouTuberInnen unter euch. Comica-Funkstrecke zum Verkauf könnt ihr ersteigern. Link in der Beschreibung. Achso, ich bin so schlecht in diesen Verkaufsgesprächen. Also was dazu noch kommt. Ihr bekommt nicht nur das, ihr bekommt die Funkstrecken und ihr bekommt dieses wundervolle Case und ihr bekommt Kabel, einmal für 3,5 mm Klinke, einmal für XLR-Anschluss. Das heißt, ihr könnt eure Profikameras daran anschließen. Ihr bekommt das dazugehörige Mikrofon, was da mitgeliefert worden ist. Und ihr bekommt noch ganz viel anderen Scheiß dazu. Also was heißt Scheiß? Es ist schon wichtig, um das zu montieren, wie zum Beispiel hier solche Geschichten. Und dann könnt ihr das da... Könnt ihr das hier reinschrauben auf eure Kamera, auf den Blitzschuh und fertig ist der Bums. So. Also, die Funkstrecke. Ich brauche sie nicht mehr. Hoffentlich wird jemand anders damit glücklich. Mit dieser Funkstrecke habe ich genau einmal gevloggt und zwar waren Alina und ich dort auf Schloss Bodelschwing damit. Den Link dazu, hier, Infobox. Oh, das ist so eine wunderschöne Dauerwerbesendung. Muss ich das dann einblenden? Dauerwerbesendung? Mache ich eigentlich? Ist das eigentlich legal, was ich hier gerade mache? eBay-Auktion promoten, um es mit meinen fast 1000 Abonnenten zu teilen. Übrigens, ja, fast 1000 Abonnenten, wäre doch mega geil, wenn wir es bis 2020, also noch bis den Rest des Jahres, schaffen, die 1000 zu knacken. Also, Funkstrecke auch, Link in der Beschreibung, günstig zu kriegen, alles Startpreise ab 1 Euro. Bietet mit, es macht super viel Spaß. eBay ich, Versand du. Hat man das früher so gesagt? Sagt man es heute noch? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt kommen wir zu dem Wertvollsten, das ich hier veräußern möchte. Und zwar ist das mein getreuer, geliebter Zion Crane Version 2 Gimbal. Es ist der erste Zion Crane, aber in der verbesserten Version. Es ist nicht der Zion Crane 2, es ist der erste Zion Crane in der Version 2. So, die genauen Unterschiede kenne ich nicht, aber das Ding hat mir mega viele gute Dienste geleistet. Es ist perfekt für kleine Kameras bis 1,8 Kilo. Ich habe damit immer meine Samsung NX500 befeuert quasi drauf gehabt. Das war eine B-Roll-Machine. Es ist auch der Gimbal, den ich vergleiche in dem tatsächlich in einem der, wie sagt man, erfolgreichsten Videos auf diesem Kanal. Das Ding hat über 10.000 Aufrufe und ich bin total erstaunt darüber, warum. Aber es ist... Aber ich beschwere mich auch nicht. Ich freue mich darüber. Und wenn ihr es sehen wollt, wie gesagt, boah, ist das so cool. Ich kann ja. Also hier Infobox, das Gimbal vs. Steadicam Video. Da zeige ich euch, wie dieses Ding hier funktioniert. Also ihr könnt die Dinger gebraucht sehr günstig schießen. Also die sind mittlerweile ja so inflationär auf dem Markt, dass die Preise dafür auch rapide fallen. Das Ding ist noch so gut wie neu. Und ihr bekommt alles dafür mit. Ihr bekommt das Ladegerät dabei. Ihr bekommt diesen Lens Support für größere Objektive, Kabels. Ihr bekommt sogar diese kleinen Päckchen, die dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit aufgesogen wird. Ist das nicht was? Wahnsinn. Hau ich euch völlig umsonst da rein. Ich muss wohl loco sein. So machen die immer in den Verkaufsdingern, ne? Ich muss völlig bescheuert sein, wenn ihr euch das hier entgehen lasst. Müsst ihr völlig bescheuert sein. Ich hau noch was drauf. Und zwar, was hau ich noch drauf? Hier, diesen Korken. Diesen Korken mit Komplizen-Logo.
auch noch rein in die Box. Nee, im Ernst, also dieser Gimbal echt super gut. Warum ich ihn verkaufe? Weil ich ja einen, also ich brauche Geld, um mir einen teureren, neueren Gimbal, besseren Gimbal zu kaufen. Ist ja schon jetzt auch blöd als Verkaufsgespräch so. Also ja, ich will mal was Besseres kaufen, du kannst das alte Ding haben. Nein, das alte Ding ist super, es ist halt nur nicht geeignet für meine Kameras, weil die mittlerweile ein bisschen größer geworden sind. Ihr kennt das Video, das ist zu meiner Blackmagic hier in der Infobox. Blackmagic, wenn ich das auf den Gimbal packen will, dann brauche ich halt einfach etwas, was ein bisschen mehr Zunder hat. Und deshalb verkaufe ich meinen Zhiyun Crane 1 Version 2. Ja, kommen wir nun zu den alten Objektiven. Ich glaube, das war eins der allerersten Videos, die wir jemals auf diesem Kanal veröffentlicht haben. Da ging es um alte M42 Objektive. M42 ist ein alter Objektivanschluss, den man noch auf die Kamera draufgeschraubt hat. Also da war nichts mit Quick Lock und zack, zack, zack. Da musste man, da musste man noch schrauben. Und das Tolle daran ist, dass es total einfach ist, diese alten Objektive für Canon, Nikon, Sony, für fast jedes System zu adaptieren. Weil das sind sowieso manuelle Objektive, weil sie auch einfach schon so Vintage sind. Vintage ist das Stichwort. Ich sollte öfter Vintage sagen, damit Google das hier mehr promotet als was Cooles. Also Vintage. Ich verkaufe Vintage-Objektive. Ich habe zum Beispiel im Angebot ein 35mm Blende 2.8. Und das Coole daran ist, die sind mega günstig. Das heißt, wenn ihr gerade neu seid und das ist so, passiert so häufig, Leute fragen mich, yo, was kannst du für Objektive empfehlen? Ich sage dann immer Festbrennweiten und probiert es mal mit alten Objektiven. Sucht mal auf eBay nach alten gebrauchten M42 Objektiven, denn die könnt ihr, wie gesagt, halt ganz einfach adaptieren. Ich habe für meinen Canon-Adapter, das eigentlich nur so eine Metallscheibe ist, die man hier drauf schraubt und dann hat man einen Canon-Anschluss, habe ich um die 10 Euro bezahlt. Für das Objektiv selber habe ich auch tatsächlich 10 bis 15 Euro bezahlt. Je nachdem, zu dem Preis kriegt ihr die. Wie das bei den Minolta-Objektiven ist, weiß ich nicht. Die habe ich irgendwann mal aus der alten Fototasche von meinem Vater bekommen, weil der natürlich irgendwann auch keine analogen Kameras mehr benutzt hat und meinte, hey, du machst doch was mit Kameras, hast du nicht Interesse an Objektiven? Und ich so, ja, gib her damit, so, ne? Hab die aber selten benutzt, die muss man ein bisschen aufwendiger adaptieren. Dafür gibt es so einen Adapter, MD auf EOS. Ich weiß gar nicht, habe ich die mit in der Auktion drin? Ich glaube nicht. Vielleicht mache ich dafür auch nochmal eine Auktion. Sowieso, alle Links zu den Auktionen findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr die Sachen in Action sehen wollt, schaut ruhig nochmal in der Infoleiste nach. Da sind alle Videos verlinkt, die irgendwas mit diesen Produkten zu tun haben. Hierfür habe ich zum Beispiel ein Unboxing gemacht. Hier gibt es einen Vergleich mit der Steadicam. Hier gibt es einen Vlog, wo ich das Ding benutzt habe. Da könnt ihr euch mal über die Tonqualität dann ein Bild machen. Und diese alten M42-Objektive, da habe ich auch was. Also das Video ist das älteste. Das würde ich mir nicht unbedingt nochmal angucken wollen, wenn ich du wäre. Diese Objektive haben oft auch so ein bisschen Staub in der Linse, was natürlich dann auch coole Effekte geben könnte. Also das Bild wird dadurch auf natürliche Art und Weise degradiert quasi. Ihr bekommt, je nachdem, was das für Linsen sind, bekommt ihr interessante Lensflares hin oder chromatische Aberrationen. Also jedes dieser Objektive erzählt so ein bisschen seine eigene Geschichte. Und es macht total Spaß, damit rum zu experimentieren und ungewöhnliche Wege zu gehen. Also und manchmal habt ihr auch Glück und ihr findet auf eBay so ein richtig cremiges Objektiv. Ich habe zum Beispiel noch ein 135mm Objektiv, was ich natürlich nicht verkaufe, weil das so Zuckersahne ist. Da gefällt mir die Bildqualität tatsächlich echt gut. Aber hier alte Vintage-Linsen, jeweils alle einzeln. Startpreis 1 Euro, links unten in der Beschreibung. Puh, das habe ich jetzt auch ganz schön oft gesagt. Ihr findet ganz unten in der Beschreibung auch den Link zu meiner Händlerseite auf eBay. Da könnt ihr euch alle Auktionen auf einmal reinziehen. Oder ihr geht halt auf die einzelnen Links. Ist mir eigentlich egal. Hauptsache, es kommt ein bisschen Kohle bei rum. Und ich kann weiter meine Miete bezahlen und im Januar meine Miete bezahlen, mir einen neuen Gimbal kaufen und vielleicht euch eine Freude machen. Eigentlich ist das total blöd, das jetzt zu machen, weil alle ja eh schon ihre Weihnachtsgeschenke beisammen haben. Naja, egal. Wenn ich nichts verkaufe, kann ich es ja immer wieder einstellen. Also, das war mein kleines Verkaufspräsentationsvideo. Ich glaube, ich werde das in die eBay-Beschreibungen auch noch verlinken, sodass Leute, die nur auf eBay kommen, meinen Kanal sehen und Leute, die den Kanal kennen, auf meine eBay-Auktion kommen. Und dann wird das ein wunderbares, wunderschönes Get-Together und alle sind glücklich.
Und ich bekomme euer Geld. Das war's, auf Wiedersehen, Komplizen, over and out. So, alles klar. Jetzt eine Limonade.